Skisaison am Jakobshorn in Davos. Bei Sturm und garstigen Bedingungen wagen sich nur die glühendsten Schneesportfans auf den Berg. Viele von ihnen kaufen noch Ski und wissen dabei genau, was sie suchen. Was ist dir wichtig, wenn du einen Ski kaufst? Das Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen. Eine, die man einfach kennt, wo man einen Namen im Kopf hat, wo man irgendetwas damit verbindet, wo man sich schon mal gesehen hat. Dass mich auch wohlfühlen mit dem Ski, das Fahrgefühl muss passen. So unterschiedlich die Kriterien, so vielfältig die Bretter. Die große Mehrheit der Ski kommen aus dem Ausland. Nicht einmal jeder Fünfte fährt noch auf einem Schweizer Ski den Berg herunter. Gegen 10 Marken produzieren nach wie vor in der Schweiz, trotz rückläufiger Verkäufe. Eine Marke hält mit der internationalen Konkurrenz mit. Stöckli. 56.000 Paare produziert der einzige große Skihersteller der Schweiz. Rund die Hälfte der Ski wird exportiert. Der Geschäftsführer ist sich bewusst, neben dem Produkt spielt vor allem der Ruf eine Rolle. Es ist klar, dass auch wir in den 83 Jahren ein Image aufbauen, ein positives, glaube ich. Sympathische Marke, Schweizer Marke, authentisch, bodenständig sind wir immer noch. So werden wir auch wahrgenommen und ich glaube, das schätzen einfach auch viele Leute. Im Ausland ist Swissness besonders gefragt und gilt als Qualitätsmerkmal. In der Schweiz stagnieren zwar die Verkäufe, doch Stöckli verkauft immer mehr Ski ins Ausland. Die Fabrik in Maltas, Luzern, konnte Stöckli deshalb ausbauen. In der Schweiz produzierte Ski seien nicht zwangsläufig besser als die gleichwertige Konkurrenz aus dem Ausland, sagt der ehemalige Skilehrer und Skiverkäufer Marco Bleiker. Vielmehr zähle der Schweiz-Bonus. Grundsätzlich sind eben Schweizer Arbeitsplätze dahinter und das unterstützt sehr viele Schweizer, weil es sind grundsätzlich unsere Wirtschaft, die damit auch angekurbelt wird. Aber auch, halt, dass man weiss, Swissmatch steht nach wie vor für Qualität. Einen anderen Weg verfolgen diese Jungunternehmer. In einer Schreinerei in Appenzell schneiden und kleben sie Ski für Liebhaber. 100 Paar haben die beiden 24-Jährigen dieses Jahr gefertigt. Sie leben ihren Traum der Selbstständigkeit, auch wenn die Skiproduktion den Schreinerlohn noch nicht vollständig ersetzt. Wir haben beide die Schreinerlehre gemacht und sind beide sehr, sehr passionierte Skifahrer, früher gegeneinander Skirennen gefahren. Und ein Wunsch ist da gewesen, zum etwas selber machen. 2200 Franken kostet der Ski aus der Kleinserie. Um vom Skibau leben zu können, wollen sie 400 Paar Ski pro Jahr produzieren. Sie sind überzeugt, dass es dafür Abnehmer gibt. Wir haben es auch uns selber gemerkt. Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn du etwas unter den Füßen hast, das nicht jeder auch am Skilift gleichzeitig anhat. Etwas anderes an den Füßen. Hier mit Schweizer Materialien und Holzoptik. Auf das Spezielle setzen auch ein halbes Dutzend anderer Marken, die in der Schweiz in Handarbeit Kleinserien produzieren. Das hat seinen Preis, bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass die Ski mehr leisten. 2500 Franken ist sicher eine Qualität vom Vordergrund. Es ist sicher, dass man den Ski hat, wo man sonst nicht so viel sieht. Dass man etwas Einzigartiges hat, wo eben halt der Nachbar vielleicht nicht hat oder nicht vermag. Auf die Marke Schweiz setzen, um so im Ausland zu wachsen. Oder eine Kundschaft bedienen, für welche Geld keine Rolle spielt. Was ist die Schmerzgrenze, wenn Sie einen Ski kaufen? Ja, das hat natürlich mit einem meiner passioniertesten Hobbys zu tun. Da habe ich eigentlich fast keine Schmerzgrenze, ehrlich gesagt. Trotz trüber Sicht. Schweizer Skiproduzenten behalten bei der Positionierung den Durchblick.